Speicher machen. So, Eis, und wie geht es dir? Habe ich irgendwie nicht gelesen. Ich will der Patient sein. Kenn mich. Ich glaub, das machen sie hier nicht, ne? Hallo Volontär, ich bin Bianca Goodwin, Beauftragte für Volontäre und Gäste an Bord der Talos 1. Ich wollte die Erste sein, die Ihnen beim Aufwachen gratuliert. Im Namen von Tramstar danke ich Ihnen für Ihre gute Arbeit. Sie sind sicher desorientiert. Grund ist der medizinische Eingriff namens abtoregressive Neurotomie, den Sie hinter sich haben. In den nächsten Stunden könnten Sie Gedächtnislücken und Probleme mit Ihrer Feinmotorik haben. Wichtiger noch, Sie haben keinerlei Erinnerungen an die Tests. Ich kann Ihnen aber versichern, dass Ihre freiwillige Teilnahme ein großer Erfolg war. Sie liefert bereits wertvolle Informationen für unsere Forscher und Techniker. Also, ruhen Sie sich bitte aus. Wenn es Ihnen besser geht, komme ich für Ihr Entlassungsgespräch vorbei. Bis später. Hallo, Volontär. Ach. Ich bin Bianca Goodwin. Ja, ja, anhalten. Boah, das ist ein endloses Rundband. Ja, natürlich will ich das wirklich wissen. Das würde ich dich nicht fragen. Bin mir des Schadens schon bewusst, den ich erleiden werde. Da bin ich gekommen. Warte mal. Auch nur so ein kleiner Raum sein. Ja. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Hier ist noch was drin. Medizin brauche ich jetzt nicht. Gehen wir mal dann. Ist. So sind wir reingekommen, ja schon. Lalalalalalalalala. Ah ja, und da kommen wir dann auch von hier rein. Ist aber in die Richtung definitiv noch. Super duper duf. Frag mich nur, warum hat mir Alex gerade geholfen dabei? Stufe 4. Nee, die habe ich nicht. Da mir extra gesagt hat, wo ich da hingehen muss. Ein bisschen so im Nachgang ein bisschen komisch. Ich komme so nicht rein. Das ist geil, Eis. Really, das ist so geil. So geil. Oh. Das ist so geil. Oh, was kriegen wir denn hier? So böse, dass das schon wieder so geil ist.
Schaden beim Gleiten? So selten, wie ich hier in diesem Spiel gleite. Rich Beef. Ja. Was wir hier gerade alles finden. Das ist ja echt eine Menge Geschütze. Schieß auf Doppelspielchen, wa? Ist das nicht eine Bar? Den juckt das voll nicht, dass ich ihn angeschossen habe. Das ist zweite Diene. Wo bist du denn geflogen? Oh, scheiße. Wieso seid ihr nicht so ganz... Okay, scheiß Technopath. War. Wie ich treffen würde. Ja, mal abwarten. Ich bin da sehr gespannt drauf. Weiß. Hm? Mach ich schon. Ist echt blöd zum Planen.
noch Sachen? Da liegt jemand. Hi, was hast du bei dir? Oh, eine Karte. Sehr hilfreich. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Nee, das ist, gerade echt übel, was wir hier gerade finden. Konservendose können wir mitnehmen. Mechanische Tür. Nicht auch, weil ich Hebelkraft 3 nicht habe. Kann das Ding auch irgendwie kaputt machen oder ausschalten, weil da ist so viel Zeug drin. Notiz. Die Türaktoren zicken. Kommen Sie zu mir, wenn Sie rein wollen. Grace. Toll. Was ist, wenn ich nicht ziehen will? Oh Mann, ich hab auch noch Munition für die Pistole, ey. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Noch was kritisches Zeug. Nichts weiter. Da. Das ist ein guter Paradies wieder für mich hier. Experimente mit der Glow-Kanone? Erstmal gehen wir nach unten. Gucken wir mal hier rüber hoch. Okay. Gut, sind wir erstmal oben. Recke! Nicht nur da drin tanzt oder nicht? Hab's gesehen. So intelligent bleibt immer noch wieder nicht. Safe. Exotisches Material. Also exotisches Material ist mir eigentlich gerade vollkommen egal. Davon habe ich mehr wie genug. Immer? Also das ist hier sowieso Graves. Gut, dann kann ich ja unten eigentlich den Raum aufschließen. Türen entriegeln. Finde ich gut. Neuromod-Lizenz. Erneuern. Ah, natürlich. So was von Eis. Ohne Looten macht es mir einfach keinen Spaß. Oh, scheiße, ein Albtraum ist aufgetaucht. Naja, oh, dann vermeiden wir ihn einfach. Hat Munition. Transcribe Hello. SimLab ist sicher. Abgesehen von Ikwe, der bleibt die ganze Nacht auf. Haben Sie die Fotos seiner Tochter Maya gesehen? Das ist nicht seine Tochter, das ist seine Frau. Soll das ein Witz sein? Nein, sie ist gestorben. Nun, als Ikwe noch jünger war, steht in seinen Unterlagen. Großer Gott. Sie haben seine Unterlagen gesehen? Ja, bei den Sicherheitschecks, als wir ihn auf die psychischen Eigenschaften untersucht haben, die die hohen Tiere nicht wollen. Er ist wohl nach Hause gekommen und hat sie tot auf dem Boden gefunden. Aneurysma. Da verbringt man sein ganzes Leben damit, das Hirn zu erforschen und dann das.
Und das zu einem Zeitpunkt, als er für seine Theorien von allen Seiten verhöhnt wurde. Großer Gott. Das haben Sie schon mal gesagt, aber er hat Sie wohl nicht gehört. Diese Station steht sicher nicht unter seinem Schutz, so viel ist klar. Alex, ich hab's rausgefunden. Nur zu spät. Graves, sind Sie noch in der Fabrikation? Die Rezeptormoleküle, exotische Neurotransmitter. Wir haben sie nicht synthetisiert. Und es gibt keine terrestrische Quelle. Graves, unternehmen Sie nichts Drastisches. Sie kennen mich. Sie wissen, ich habe immer einen Notfallplan. Wir haben es uns in die Köpfe geschaufelt. Das kommt alles von Ihnen. Aber Sie... Sie haben nicht... Ich schicke Ihnen Hilfe. Das muss sofort raus. Oh, großer Gott. Die Neuromods. Sie können immer noch hergestellt werden. Graves, Finger weg von den Neuromod-Lizenzen. Haben Sie gehört? Oh. Interessant. Das finde ich gerade äußerst interessant. Wer weiß, wie weit also jetzt mein Spielcharakter da drin involviert war. Materie. Teilchenkacke. Morgen. Ich habe ein Satellitenprojekt zur Psychotronik-Signalübertragung gefunden. RPSS-X5. Ich glaube, damit könnte eine Neuralsignatur, die ihrer entspricht, gefälscht werden. Auf gut Deutsch, damit schaffen sie sich den neuen Typhon vom Hals. In den letzten Protokollen stand jedoch, dass der Satellit beschädigt wurde. Sie müssen einen Ersatzteil finden. Doch wann? Was ich nicht alles muss? Oh, wie viel Platz ich hier habe. Okay, dann haben wir hier. Also geht's zurück in die Lobby. Andare Ohi. Du. Ach, guck mal. Jetzt ist die Tür hier auf. Lol. Und auf geht's in die Lobby. Bin ich da schon wieder, Eis? Da bin ich doch schon. So schnell verliert man mich nicht. Blümchen hier mitnehmen. Können wir ja kurz ins Büro? Kurz schneller gehen? Schön weiter looten kann. Dann hab ich einen Scheiß gelootet. Aber das haben wir auch rüber. Schnaps lasse ich jetzt einfach mal hier, weil wir ja damit den Weber platt machen können. Falls wir nochmal so einem begegnen, habe ich wenigstens Schnaps bei mir. So, die nach dem Plan an. Ich weiß. Hier stimmt wieder.
das Jackpot, ne? Dieses Geräusch. Hm. Ich hab aufgepasst, ihr kriegt gar nichts. Disruptor Taser, ne? Den will ich gar nicht haben. Haben wir hier auch nichts weiter. Aber ich könnte mir tatsächlich nochmal so einen Düngermix herstellen. Bis dann. Muni mitgenommen. Quick Save. Dann geht's schon wieder weiter. Also mehrere Ziele. Zugang zum Lager, exotischer Teil. Ja. Die holen wir schnell. Das mit der geheimen Kiste, das muss definitiv da unten sein. Gehen wir nochmal in die Psychotronik. Hm? Ein bisschen abgekürzt, ne? Mit diese ganzen Stufen gehen. Wobei, wenn ich mir vorstelle, im Fitnesscenter machen das Leute freiwillig, diesen Treppensimulator zu nehmen. Alter Falter. Ich hab doch mal einen gesehen, der war eine Stunde drauf. Eine Stunde lang Treppen gehen. Ich starre in die Leere zwischen den Sternen. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es.